Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Temple of Osiris. Ich bin der Onkel, wieder mit am Start ist der Odin. Einen wunderschönen. Da musstest du jetzt aber selber überlegen, wa? Ja, passiert auch mal. Was wir jetzt gerade spielen. Genau. Ah, hier oben, guck mal hier. Ist das Ding bei dir hier oben zu sehen? Dieses Ding? Nein, Odi, das haben wir da vorhin schon geholt. Aber die anderen sind doch vorhin weggegangen bei mir. Warum sind die denn jetzt schon weggegangen? Der Schleier zwischen uns verblasst. Ich hole mir meinen Thron und bringe euch ein neues Geschenk. Den Sturm des Höllenfeuers. Zurück hier, warte. Kannst du also auch zu viel spielen? Das ist jetzt auffällt. Was? Dass dir das jetzt auffällt. Ja, aber die sollen nicht das laufen, wenn du zu viel spielst. Dann sind da andere Hindernisse oder was? Nicht sonderlich überraschend. Diese Tür mit dem Symbol von Khepri. Osiris hat sie für uns geöffnet. Okay, warte. So, ich drück immer die falsche Taste. Das geht mir so auf den Sack. Ah, guck mal hier. Hier kommen wir später auch noch zu einem anderen Tempel unten runter. Mhm. Also scheint es doch ein bisschen ausführlicher zu sein, alles hier. Ach, da hat er aufgemacht. Warte mal, ich will nur gucken, ob hier oben auch auf ist. Ja, muss man schon mitgehen lassen. Nee, da ist nichts. Gut, dann gehen wir mal runter und hauen dem Typen mal auf die Fresse. Richtig. Badaboom, badabang, badabubidibidang. Yeah. Oh, jetzt haben wir beide mal 4, weil, ja, das ist, glaube ich, umso mehr Punkte wir machen. Oh Mann. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder in dem Raum raus, wo wir gerade reingegangen sind. Weil wenn das so komisch ist. Ja, das kennen wir schon, wenn lange Ladezeiten sind. Dumm, 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 dumm. Ja, kann. Wie lange dauert denn? Fangen wir garantiert wieder da an. Jo. Ja. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich würde dich mal ganz von vorne. Ja, meine Punkte waren auch weg, jetzt bin ich wieder am Level gestiegen. Sich die ganze Sache wiederholen? Warte, so, jetzt. Können wir die eigentlich auch kaputt machen? Ja. Ich hab das jetzt. Na, komm her, Lappi, ja. Hm. Okay, hier war nichts mehr. Gesundheit. Boah. Sodbrenner, Alter.
Cool. So, ja, jetzt geht's. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ja. Wenn nicht, ja, dann müssen wir das Let's Play abbrechen. Grab oh, des Kibri. Magazin Schrotflinte? Nee, Max. Doch, Magazin Schrotflinte. Mega Schrotflinte. Maximum Gesundheit erhöhen und Maximum Munition erhöhen. Das sind die Ziele. Wir müssen allen Metroiden ausreichen. Das sind die Ziele. Ausweichen. Oh, das ist, bin ich jetzt. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Oh, Onkel ist raus, Jan. Sorry. Also wir müssen besiege Kibi, weiche alte herabstürzenden Metroiden auf und weiche den Lava-Rissen auf Kappa bei... Ach, keine Ahnung. Mir wurscht. Drück. Hier kommt der Big Boss. Oh, oh Mann! Die aussehen ein riesen Kackehaufen. Kein Gott mehr, sondern ein Monster! Was ist zum Geier? Amüsieren mich. Wäre es nicht so, wärt ihr längst tot. Irgendwie bezweifle ich das. Hinschießen. So auf die Pfote. Ich schieße. Ach, wegsprengen musst du den. Die Pfote. Ja, ja. Und jetzt kannst du da hinschießen. Alles klar, wir müssen zuerst. Was mache ich denn? Oh, mein Schwert kommt weg. Oh, bin runtergefallen. Hupsala. Ratatang. Sieht aber kaum was ab, ey. Weg. Machen wir einen kleinen Ausflug. Seht her, was aus dem ebenen Käfig ist. Er hat sich widersetzt, aber ich habe ihn gebrochen. Jetzt gehorcht er mir allein. Seht, du herzloser Bastard. Du wirst für deine Verbrechen bezahlen. Ich kann es kaum erwarten. Alter. Ah, tatatatang. Oh. Wow. Gut angefangen. Okay, wir dürfen nicht zeitgleich sterben. Müssen wir einem Leben bleiben, dass wir hier irgendwie weiterkommen, du. Mhm. Das geht so nicht, du. Das geht so nicht, Digga. Okay, wir schaffen das. Vergib uns, großer Kepri. Thank you.
Alter! Au, au, au. Alter! Komm, komm zurück, Mann! Alle Metroiden haben wir schon mal verkackt. Ich weiche gerade allen aus. Na, ist aber nicht. So wird die Dreh doch nur, wenn einer geholt. Hoffe ich doch. Achso. Vollpumpen! Ratatöng, Ratatöng, Ratatöng-töng. Boah, das ist ein Wichser-Boss. Das war gleich weg. Au, 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 au. Ja. Nein! Was hast du getan? Genau ja. Das, was ich gesagt habe. Ja, besiegt er, Mann. Das ist erst der Anfang, seht. Osiris kommt und wird über dich richten. Oh, da, warte noch. Ah, scheiße. Ah, warte mal, dann müsste ich hier oben wieder ankommen. Da, Diamant. Diamant. War da noch irgendwas? Hm. Naja. Wartet schon, echt? Okay, okay, wir haben den Boss. Besiegt. Ein Teil der Organe von Osiris. Sie haben große Macht. Ach, Organe. Das Gefäß zu dem Schrein bringen. Organe finden wir also. Also wenn wir jetzt für Herz, Leber, Milz alle nur Einzelteile haben, dann Spaß. Also, willkommen im Let's Play 2016. So, weiter. Was ist denn jetzt eigentlich? Achso. Abgeschließt. Da bin ich. Lass uns doch erstmal hier suchen. Ja, wirklich doch. Ja, das machst du ja nicht. Du bist ja schon wieder da unten. Oh, reicht wieder nicht, oder was? Kommst du bitte weiter rüber, danke. Ey, leg mir am Arsch. Hallo. Welche nehme ich nur? Ach. Lassen Sie mich helfen, Croft. Ich nehme Ihnen die Entscheidung gerne ab. Danke für das Angebot. Oh, cool. Aber ich denke, ich habe. Da fehlen mir noch. Ich kann sie öffnen. Mir fehlen noch welche. Ein ungewöhnliches Amulett gefunden. Haben wir 460 oder 70 fehlen mir noch. Oh, das ist ein ungewöhnliches Amulett.
Streuschuss, Entzugsmagie, Projektile, Entzündungsbombe. Ist doch nicht die Möglichkeit hier. Donnerknispel aber auch. Ja. Der will mich rollen, will der mich hier, ja. Das Spiel. Ja. Jetzt fehlen mir noch 50. Da oben ist meine. Zwei. Na, das sind 300 Punkte, aber das bringt immer nicht das, was das soll. Ja, haben wir eine Reihe gebracht. Naja. Donnerknispel, ey. Das warst du aber in der Schule, oder? Donnerknispel. Ja. Aber du kannst. Also ihr hättet einen großen Sieg errungen und jetzt erwartet ihr, dass ich vor Schmerz aufheule. Seth hat Sobek gerufen, den Krokodilgott. Wir bekommen es mit Regen zu tun und Schlimmerem. Der Fluss steigt. Das ist nicht gut. Wir müssen uns beeilen, ehe nichts mehr vom Reich meines Vaters übrig ist. Oh mein Gott, nein. Vielleicht, wenn es regnet, dann... Oh mein Gott, dann könnte vielleicht sogar noch... Oh mein Gott, dann könnte ja... Oh Gott. Dann wird der Stein nass. Regen und Schlimmeres. Da, das Wasser. Seth würde die ganze Welt ertränken, um uns zu ärgern. Ja, aber er hat uns damit auch den Weg geebnet. Ha, da. Kann das sein? Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Schnell, die Kanote. Bald, Vater, wird alles gut werden. Ah, siehst du, und dreimal in der Reihe. Ja, und vorne, weiß ich nicht, kommt auch noch ein Weilchen. Leck mich am Arsch, ey, wie viel kannst du hier sammeln, ey? Aber hier war doch das mit dem Rad, oder? Hier drüben? Warte. Na, erstmal machen wir erstmal ja. Hier Dings. Kreis, Quatsch. Ach, will er diesmal gar nicht. Eine Runde rum, mein Freund, lalalalala. Wir fahren eine Runde rum, lalalalala. Hello. Hello again. These are Julia, hello again. Ja, Subi, ich muss leider noch eine Runde drehen. So, guten Tag. Warte. Wow, warte mal, da könnte man doch auch was holen. Nee. Oder könnte man da was holen? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt einfach nur da gemacht, dass es da auf ist. Oh, das sagt doch. Ja, du musst schon mal gedrückt halten. Was machst du denn? Ich wollte Mausekot senden. Herrscher der dunklen Wasser, spüle die letzten Spuren von Odysseus hinweg. Hat er gesagt, spüle? Nee, geh mal darüber. Nee, so geht das nicht. Du musst darüber. Ja, dann mach mal. Ja, meine lieben Freunde. Das ist auch schon wieder soweit. Na, geh erstmal hier hoch. Bring mich mal auf den Deckel. Whee. Lass uns das hier noch vernünftig, dass wir dann wenigstens vom Eingang sind.
der unbescheuerte Abschluss. Okay. Lass mich hoch. Yay. Natürlich, du musst mich schon mit hochlassen, die Nase. Willst du hoch? Dann sag ich bitte, bitte. Wo mache ich die drüber? Ah! Yay! Halt! Oh, da oben ist noch eins, guck mal. Guck mal da oben. Aber das schaltet noch später bestimmt erst frei. Oh, da innen auch noch. Ja, da können wir hin. Komm mal her hier. Ah, guck mal hier. Siehst du den Feld? Tag und Nacht. Mhm. Und dann können wir hier irgendwas aktivieren oder irgendwas deaktivieren, wenn wir Tag und Nacht machen. Genau. Scheint es hier da irgendwas zu sein. Also, was du hier alles achten kannst, der muss anders hier sehen. Ja, da sagt hier, wir sollen hier lang. Bring mal da hin. Genau, mach du mal da. Ah, warte. Warte. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ich gehe nicht rein. Hä? Du kann ich mir nicht nehmen? Hä? Nein! Das waren einmal Sobeks Priester! Nein. Seht, Verderbtheit hat alles befallen. Verderbtheit. Verderbtheit. Wisst ihr, was mich denn erinnert? Verderbtheit? Und dich? Und dich selbst? Dragon Age Inquisition. Keine Ahnung. Ja, da sind sie auch bei der. Also, allgemein Dragon Age. Da haben sie es auch mit der Verderbtheit. Renn doch einfach mal rein. Oh. Nee, hier sollen wir lang. Hier will ich nicht lang. Hier sollen wir lang. Nee. Gar nicht, wir sind ja gar nicht lang. Wir sind schon lange an dem Tor vorbeigelaufen, wo ich vor uns hochspringen sollte. Da sollten wir lang. Sicher? Ja, da war das Tor offen. Ey, hier sollen wir lang. Ich weiß nicht, was du hier machst. Aber das ist mir jetzt auch egal. Wir müssen jetzt den Part abschließen und dann gehe ich eh in der Haie, weil ich bin müde. Ja, warte, lass uns wenigstens jetzt mal schnell gucken, wo wir denn richtig Tür haben. Aber ich muss Bubu machen. Dei. Ich auch. Das kriege ich morgen wieder Breitseite. Wir müssen nur noch Figur, so eine Statue. Da, gucke, pass auf. Da sollen wir rein. Was denn, wo denn? Ja, wir sollen geradeaus, sagt er. Ja, der Eingang ist doch hier, oder wo ist der Eingang? Da. Ach, da oben, genau, da oben sollen wir hin. Das ist aber nicht, ich denke, das sieht aus wieder wie Nebenquest. So, liebe Freunde. Ich gehe da jetzt nicht rein. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin erstmal tschaußen. Tschüss.